So, herzlichen guten Morgen von mir in die Runde zu unserem heutigen Public Digital am 1. April. Es geht tatsächlich um das Thema Virtual Reality. Es soll kein April-Scherz sein. Wir freuen uns ganz toll, dass Anja Domritz heute Morgen sich bei uns reingeschaltet hat, die uns berichten wird über den Wandel in der Arbeitswelt. Ich glaube, es ist an uns allen nicht vorbeigegangen. Wir haben gemerkt, dass die Pandemie diesen Wandel in den letzten 2 Jahren noch mal deutlich beschleunigt hat. Homeoffice, hybride Arbeitsmodelle werden für viele Menschen aber sicher auch weiterhin Teil des Arbeitsalltags bleiben. Und das geht mit Vorteilen einher, aber natürlich auch mit gewissen Herausforderungen. Stichwort Isolation. Und da stellt sich jetzt die Frage, gibt es denn bessere, andere, neue Tools für Formen der Zusammenarbeit, die wir so bisher noch nicht kannten? Und für die Beantwortung dieser Frage haben wir Anja Domritz heute eingeladen, die uns darüber berichten wird, wie Virtual Reality dazu genutzt werden kann, Entfernung zu überwinden und Menschen ein reales Präsenzgefühl im Digitalen zu vermitteln. Anja, du bist Diplompsychologin in Göttingen, hast du studiert, genau, bist jetzt draußen nach einer Zeit in Berlin nach Brandenburg gezogen. Du arbeitest seit über 9 Jahren in der Tech- und Finanzdienstleistungsbranche und genau, coach dort seit längerer Zeit Unternehmen, die sich eben genau diese Frage stellen, wie kann man Virtual Reality nutzen für die eigene Organisation? Du bist außerdem Mastertrainerin für VR, genau, und wirst uns jetzt auch in der nächsten Stunde, genau, ein wenig trainieren, ein bisschen aufschlauen. Und deswegen, Anja, würde ich dir jetzt gerne das Wort übergeben. Die Bühne gehört dir. Super, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Also ein herzliches Willkommen von mir. Und ja, ich möchte gar nicht nur aufschlauen, ich möchte eigentlich so ein bisschen begeistern für das Thema, weil ich selber so begeistert davon bin, von den Möglichkeiten, die Virtual Reality bietet und was es eben auch so verschiedene für bestimmte Industrien bedeutet. Jetzt vielleicht erstmal die erste Frage. Kann jeder meinen Screen sehen, weil ich das jetzt hier passt? Okay, super. Das ist ja schon mal der erste Teil. Genau, und ich möchte halt einfach heute ein paar Beispiele mitbringen. Und wenn man sich anschaut, was so ja, zu dem Thema berichtet wird, habe ich jetzt einfach mal so ein paar Headlines mitgebracht. Also, wie wir alle mitbekommen haben, denke ich, Facebook heißt jetzt Meta. So mit Analogie zum Metaverse gab im Handelsblatt die Headline: Metaverse verhilft der VR-Branche zu einem Boom. Und auch wenn es so um den Bezug zu Covid ging, das ist jetzt auf England ging es halt darum, dass auch gerade die medizinische Ausbildung, das VR, da auch zu revolutionären neuen Ansätzen geführt hat. Und dann gibt es auch schon Beispiele aus Unternehmen, wie jetzt hier Accenture kauft 60.000 Oculus-Headsets für VR-Training und Onboarding, die da massiv investieren. Das ist vielleicht noch nicht so jetzt in der Breite angekommen, aber ich gehe halt auf ein paar Beispiele ein, wo man dann auch sieht, warum das für einige zumindest eine sehr gute Idee sein könnte. Und wenn es zwischendurch Fragen gibt, dann bitte gerne stellen oder in den Chat. Ich werde jetzt nicht die ganze Zeit im Chat gucken. Ich vertraue da auf dich, auf Sie, Frau Fuke, kurz sich zu melden. Erste Frage an die Runde, weil ich Sie ja gar nicht kenne. Haben Sie denn bereits Erfahrungen mit VR in irgendeiner Form? Vielleicht kann man das mal kurz so in die Runde sagen oder Handzeichen oder in den Chat, egal wie. Ja, Frau Keinert. Herr Schwarz, nein. Sehe ich noch? Sehe ich alle? Nein? Also eher nein. Also gut, okay, gut. Ja, dann haben Sie ja aller Voraussicht nach auch noch nicht so ein tolles Gerät zu Hause. Ich frage dann am Ende nochmal, ob sich das vielleicht ändert. Gehen wir erstmal ganz zu Beginn auf so eine Definition. Was ist denn überhaupt Virtual Reality? Worüber reden wir da überhaupt? Ja? Also so in der sehr deutschen, ich habe es jetzt einfach mal von Wikipedia genommen, ist Virtual Reality, kurz VR, die Darstellung und gleichzeitige Wahrnehmung einer scheinbaren Wirklichkeit und mit ihren physikalischen Eigenschaften in einer Echtzeit computergenerierten interaktiven virtuellen Umgebung. Und man kann es aber auch kürzer sagen, es ist einfach eine Computertechnologie, die uns ermöglicht, irgendwo anders zu sein und nicht in der echten Realität. Und das klingt ja schon mal vielleicht für den einen oder anderen ganz attraktiv. Und das hier, was ich da mitgebracht habe, ist ein Bild aus einer der Anwendungen, wo ich auch später nochmal ein bisschen drauf eingehen werde, was es ist und was man da so mitmachen kann.
Der Bezug zum Metaverse oder Metaversum ist der, dass im Prinzip, wenn wir jetzt an Metaverse denken, ich weiß nicht, es ist ja jetzt auch so ein Begriff, der ist eigentlich gar nicht neu, aber der ist, es gibt schon seit 30 Jahren, aber der ist jetzt halt so ein bisschen gehypt und ist jetzt in aller Munde aus verschiedenen Gründen. Und da geht es eigentlich auch darum, dass man in einem virtuellen Raum interagieren kann. Handel betreiben, Dinge kaufen, spielen, sich austauschen, Menschen treffen und ähnliches. Und somit ist Virtual Reality eigentlich nur ein Weg, das Metaversum zu erleben. Es gibt auch andere. Also man kann ja auch mit anderen Möglichkeiten dort interagieren und Elemente davon gibt es ja auch schon. Aber das ist eben eine Möglichkeit, vor allem weil man in VR eben auch diese Möglichkeit hat, Avatare zu generieren. Zeige ich auch nachher noch ein paar Beispiele. Wenn man jetzt aber über das Metaversum redet, dann gibt es da noch ganz viele andere Begrifflichkeiten. Da könnte man dann noch weitere Vorträge machen. Eben das neue Internet, also die nächste Stufe des Internets, die dann auch oft als Web 3.0 bezeichnet wird, die mit Blockchain assoziiert wird, weil sie dadurch angetrieben wird. Eine starke Dezentralisierung und auch digitale Räume. Und vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen auch so Headlines mitbekommen, dass halt virtuelle Grundstücke im Metaversum für Millionenbeträge verkauft werden, damit man dort virtuelle Gebäude errichten kann und zum Beispiel Fashion-Shows veranstalten. Also da tut sich einiges. Ja? Eine Frage. Haben Sie in Ihrer Präsentation schon weitergeklickt oder hängt die bei uns? Oh ja, ich habe schon weitergeklickt. Oh, okay, gut. Dann mache ich nochmal Stopp. Gut, dass Sie es sagen. Ich bin nämlich schon weiter. Oh, dann genau, einfach noch natürlich neu. Nein, Sie sind noch beim ersten Slide. Das ist, genau, das war noch das Slide. Und ich sehe auch gerade, es ist leider auf Englisch eingestellt, die Sprache. Deswegen sind da überall die roten Kringel drunter. Das ist hoffentlich nicht. Das sehe ich aber nicht. Es sieht ganz zufrieden aus. Okay, sieht man es jetzt? Steht da was? Ja? Geht es wieder aber weiter? Die Startseite, das Deckblatt, Virtual Reality und die Zukunft der Arbeitswelt. Das ist ja komisch. Okay, nochmal. Dann probieren wir es nochmal. Das soll natürlich nicht sein. Jetzt haben wir schon zwei Slides verpasst. Und, gut, dass du mich stoppen. So, ich bin hier eigentlich in meiner Präsentation drin und da sieht das alles ganz gut aus. Ja, gut. Zukunft der Arbeitswelt ist, dass man mit kleineren und zwei Seiten offen. Ich habe nur einen offen. Okay, dann ist ein kurios. Ja. Ich mache aber jetzt einfach nochmal neu auf. Dann habe ich es jetzt zugemacht und dann mache ich es nochmal neu. Wird bestimmt hoffentlich gleich funktionieren. Ansonsten, wenn PowerPoint streikt, ist PDF dann meistens gnädiger. Das kann dann zwar spannend. Animation, Corinna. Ist man jetzt wieder was? Also jetzt genau sind wir quasi im Normalmodus, nicht im Präsentationsmodus. Das ist jetzt Referentenmodus. Ja, den mache ich mal aus. So, jetzt. Jetzt sind wir wieder im Standard. Na, jetzt das nächste Slide. Nächstes Slide. Okay. Ich mache jetzt mal Präsenter nochmal. Ach, so komisch. Ich weiß nicht. Zeigt hier. Zoom, sagt schon. Tja, also. Zickig heute. Das ist wirklich zickig heute am Freitag. Ich bin, lass mich jetzt so. Vielleicht schicke ich es Ihnen einfach mal. Auch eine Möglichkeit. Genau, oder so. So, jetzt will es immer noch nicht. Also bei mir teilt es, aber es ist jetzt der Bildschirm und kein Presenter-View, oder? Das ist dann aber, genau, ist ja auch nicht tragisch. Man kann es ja auch so gut sehen. Dann klicken Sie doch einfach so sich weiter. Ich mache jetzt mal hier das ein bisschen klein. Dann ist das vielleicht ein bisschen sehr komisch, dass er das nicht aufruft. Also, ich werde jetzt auch nicht einfach, wenn jemand einen tollen Tipp hat. Also ich habe jetzt eigentlich alles probiert, aber gut. Aber jetzt sehen Sie zumindest das zweite Slide. Das war das mit den Nachrichten. Okay, gut. Die muss ich allerdings hier gleich nicht so schön screenen. Das hatte ich auch gezeigt. So, da war ich. Das zum Thema Metaverse. Okay, gut. Na gut, dann haben wir es ja fast. Ich probiere es einfach jetzt so.
Gut, dann noch so ein bisschen Historie, weil diese Technologie, die ist ja nicht vom Himmel gefallen, wie eigentlich alle Technologien. Ja. Es gibt eine lange Vorgeschichte und hier sind so ein paar Meilensteine, die ich da so mal rausgesucht habe. Also es gab bereits 1968 das sogenannte Schwert von Damokles. Das ist eigentlich das erste Virtual Reality Head-Mounted Display, also was man sich so auf den Kopf setzen kann. NASA und Militär haben schon einiges investiert, schon sehr, sehr früh, also vorher und jetzt zum Beispiel ein Meilenstein war 1985, konnte man halt bereits 360-Grad-Umgebungen anschauen und auch damit interagieren mit dem Vivid. Und dann gab es auch in der Gaming-Industrie erste Schritte, 1995 den Nintendo Virtual Boy, der erlaubte halt auch so eine 3D, im Prinzip so ein 3D-Effekt und eine virtuelle Konsole, war aber ein totaler kommerzieller Flop, hat sich überhaupt nicht gerechnet, war einfach keine besonders gute Experience und war einfach aber auch zu teuer. Und dann 2012 gab es die Oculus Rift Kickstarter-Kampagne, die haben da massiv investiert und dann wurden die auch direkt gekauft von 2014 von Facebook für einen kleinen Betrag von 2 Milliarden Dollar. Und das war sozusagen schon das erste, die erste große Strategie, sage ich mal, von Facebook, da in diesem Bereich sich sehr stark zu engagieren. Google Cardboard, wenn das einige von Ihnen noch nicht gesehen haben, das ist im Prinzip so eine ganz simple Lösung, wo man sein Smartphone reinstecken kann und dann auch sowas wie virtuelle Realität erleben, um so mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie das mit diesen tiefen Effekten ist oder 360-Grad-Videos, ist aber jetzt nicht so ganz die gleiche Erfahrung wie mit so einer Brille. Seit 2015 kann man 360-Grad-Videos zum Beispiel auf YouTube gucken und dann so als ein richtig großer Meilenstein 2016 die Oculus Rift und die HTC Vive wurden rausgebracht. Die waren aber noch kabelgebunden. Und jetzt kommt im Prinzip so der richtig große, sag mal so Game Changer für den Markt, weil es gab halt auch einige Höhen und Tiefen, wo das dann irgendwie ein Hype war und dann irgendwie doch nicht so richtig angekommen und dann wurde dann die Preise gesenkt. Aber dann 2019, seitdem gibt es diese erste Brille, die im Prinzip ohne Kabel auskommt, ohne PC-Bindung und für sich genommen funktioniert und man damit in die virtuelle Welt gehen kann, der Oculus. Und die sieht im Prinzip jetzt auch nicht viel anders aus. Ich habe jetzt die nächste Variante davon, das ist dann die Oculus Quest 2, die sieht eigentlich auch schon so aus, also auch Standalone, braucht kein Kabel, funktioniert für sich. Und dann gab es natürlich auch andere Anbieter, wie beispielsweise Pico, die jetzt letztes Jahr die Neo 3 rausgebracht haben, die ohne Facebook-Bindung ankommen, weil man muss sagen, Oculus wurde ja von Facebook gekauft und deswegen kann man die auch schwer in Deutschland kaufen, weil man da einen Facebook-Account haben muss. Genau. Das so ein bisschen als Historie und dann jetzt mal zum Thema Vorteile. Jetzt ist ein bisschen schade, dass ich hier meine Animation nicht machen kann. Stellen Sie sich einfach vor, das wird jetzt einzeln gezeigt, aber ich glaube, so viel ist es ja nicht. Also zur Ortsunabhängigkeit und der Gefühl der Präsenz. Also das ist wirklich so, dass wenn man in diese virtuellen Welten kommt, dass es eben so ist, dass man ein echtes Gefühl an einem Ort zu sein, auch mit anderen Menschen. Also wenn man mit anderen Leuten, die sich dann dort in einem virtuellen Raum treffen, ist, dann ist es so, als wäre man in einem Raum gefühlt. Und man kann natürlich ortsunabhängig überall hinreisen, egal wo man möchte, sich in irgendwelche Spaceships bewegen oder an entfernt entlegene Inseln oder auf den Grund des Ozeans. Und das alles sozusagen von zu Hause. Deswegen hat das ganze Thema Virtual Reality natürlich jetzt im Zuge der Pandemie auch nochmal eine größere Bedeutung bekommen, weil ja eben viele Leute von zu Hause aus gearbeitet haben und auch viele neue Möglichkeiten ohnehin entstanden sind bezüglich der Digitalisierung und wie man eben auch virtuell zusammenarbeiten kann, ohne in einem physischen Raum zu sein. Effektivität, also es gibt zum Beispiel eine Studie 2020 von PwC, kann ich empfehlen zu lesen, da wird ganz gut rausgearbeitet, dass beispielsweise bei Soft Skills Training VR eine 4-mal höhere Effektivität hat, also die Lerninhalte werden besser behalten, die Leute sind fokussierter, sie können es auch besser anwenden und es hat damit zu tun, dass man dort halt so in so einem abgeschirmten Raum ist und auch Ablenkungen ein bisschen mehr in den Hintergrund rücken und man auch die Sachen anders nochmal ausprobieren kann. Und ich zeige auch nachher ein paar Beispiele, jetzt speziell für das Thema Training, aber auch sonst finden sich da Beispiele aufgrund der Möglichkeit des Wiederholens und Skalierens. Risikominimierung, vor allem im Bereich, da wo Risiko eine Rolle spielt, also beispielsweise Militär oder irgendwie Übungen, wo halt man vielleicht jetzt mal nicht das so im echten Leben sagen, so schnell
wiederholen kann. Oder auch, wenn man einfach nur mal irgendwie auf einen hohen Berg klettern will, aber vielleicht noch nicht so gut ist im Free Climbing, dann kann man das mit VR auch machen und hat auch so einen gewissen Thrill, aber nicht die echte Gefahr. Außergewöhnliche Ereignisse, jetzt mal da so ein Delfin hingemacht, weil also ich beispielsweise mag sehr gerne Whale-Watching. Ich war aber auch schon Whale-Watching, wo ich keine Wale gesehen habe. Und wenn ich welche gesehen habe, dann hat man ja manchmal so ein bisschen das Gefühl, man stört da eigentlich nur als Mensch, gerade wenn man seltene Tiere oder bestimmte Biotope sich anschauen will. Und auch da gibt es Möglichkeiten, mithilfe von VR sich Lebensräume anzuschauen oder entlegene Orte und ein Gefühl dafür zu kriegen, wie das da so ist, ohne dass man da jetzt tatsächlich hinreisen muss. Und ähnlich ist es, wenn man mal fliegen möchte oder schwimmen oder mit Delfinen tauchen oder so. Das geht natürlich auch. Und ähnlich ist es für Dinge, die halt einfach schwer umzusetzen sind, weil man halt gerne mal irgendwie in den Weltraum fliegen will. Das werden wir vielleicht irgendwann alle mal machen, aber wird wahrscheinlich relativ teuer und auch nicht jeder wird es umsetzen können. Kostenersparnis hängt damit zusammen, dass man eben nicht reisen muss und dass man auch Dinge wiederholen kann, also Trainingsumgebungen bauen, die man dann immer abrufen kann, ohne dass da wirklich jemand vor Ort das dann immer begleiten muss oder Räume mieten oder ähnliches. Also da, das liegt in der Natur der Sache, dass da auch Kostenersparungen mit einhergehen können. Genau. So. Noch mal zu präsentieren, weil es so viel schöner wäre, wenn ich auch eine Slideshow zeigen könnte. Aber irgendwie mag es heute nicht. Schade. Gut, die Nutzung von Virtual Reality steigt. Ich habe jetzt hier was mitgebracht, also aus Statista ist das, zur Prognose des Umsatzes. Hier sieht man halt eine relativ klare Anstieg. 2024 wird sozusagen prognostiziert, 250 Millionen bezüglich Hardware und 280 Millionen für Inhalte werden ausgegeben. Und das ist jetzt nur Deutschland. Wenn man sich das weltweit anguckt, sieht das natürlich nochmal etwas beeindruckender aus. Also es steigt stetig an. Bin ich hier verrutscht. Vielleicht habe ich doch einen zweiten Screen offen. Ich mache jetzt mal zu. Sorry. Ich glaube, ich hätte vorhin meinen zweiten Bildschirm nicht anmachen sollen. Das hat mein Rechner ein bisschen durcheinander gebracht. Ja. So, wieder da. So, gut. Also die Anwendungsbeispiele. Es gibt viele und ich teile ein paar Beispiele zu diesen Bereichen. Es geht um Sport und Spiele. Sie können es sehen, oder? Keine Invitation? No. Nee, nix? Wir sind auf der orangenen Seite mit der Dame in der Yoga-Haltung und der Brille auf. Ich verstehe das nicht. Ich glaube, die kam vom Anfang. Das war eine frühere. Aber ich sehe bei mir also was anderes. Ich verstehe das nicht. Das ist ganz komisch. Also ich... Das ist tatsächlich ein PowerPoint, irgendwie Glitch, den ich auch noch nicht gehabt habe. Also ich bin echt irritiert, weil ich habe es ja einmal nur aufgemacht und ich verstehe nicht, warum er irgendwie eine zweite Präsentation im Hintergrund läuft. Wenn er einen falschen Schmerz hat, dann glaubt er es immer noch da. Das, ja, irgendwie, aber ich habe ja nur einen Bildschirm auf hier. Also insofern, das ist wirklich gut. Aber Sie bleiben bei mir und denken schon mal über Fragen nach. Regulären PowerPoint würde es auch sehr gut folgen. Das war gut groß. Ja. Sieht halt nicht so schön aus, aber ich muss halt zwischendurch immer fragen, also bitte einfach, wenn irgendwie ich verstehe es. So, jetzt wieder? Genau, jetzt sind wir bei Anwendungsbereichen, genau, Sport. Ja, genau. So, ich habe auch wirklich nur eins offen. Naja, also eigentlich passiert sowas nur montags. Montags ist manchmal auch so ein Tag, wo dann PowerPoint keine Lust mehr hat. Aber gut. Also Anwendungsbereiche. Sport und Spiele, Reise und Entertainment, Gesundheit und Therapie, Aus- und Weiterbildung, Zusammenarbeit und ich hätte noch ein paar mehr aufführen können. Aber ich gehe jetzt mal auf ein paar Beispiele ein. Und wenn man sich das anguckt aus einer Bitkom-Umfrage, was denn schon genutzt wird, welche Inhalte, dann sieht man da, dass immer noch Computer- und Videospiele relativ weit oben sind, also wir sind Nummer eins. Reisen von Orten, Konzerte, Filme, also der ganze Entertainment-Bereich. Aber dann kommt auch schon weiter unten Bildungs- und Lernprojekte oder sowas ganz Spezielles wie Visualisierung von Häusern und Wohnungsplanungen, weil man das mit VR natürlich auch super machen kann. Und das Thema beruflicher Kontext ist noch weiter unten. Das wird sich aber
in der nächsten Zeit ändern, eben weil auch die Anwendungen, die da auf den Markt kommen, immer ausgefeilter werden und immer sinnvoller halt auch für beruflichen Kontext und nicht nur aus dem entertainmentgehenden Bereich. Und das Interesse steigt auch. Also wenn man jetzt Leute fragt, können sie sich dann vorstellen, mal so eine Brille zu nutzen, dann sind wir jetzt bei 2021 schon bei 41%, die sich das vorstellen können, weil sie halt auch eine Idee davon haben, was sie denn damit sollen. Genau. So, jetzt mal zu ein paar Beispielen. Und zwar Sport und Spiele. Es gibt halt, muss man sich so vorstellen, wie so ein App-Store auf dem Handy. Und da kann man dann halt verschiedene Spiel-Apps oder Ähnliches sich angucken. Eine davon, millionenfach verkauft, ist Beat Saber. Ist im Prinzip ein sehr bekanntes Spiel, Fitness eigentlich, Fitness mit Musik, wo man halt so mit Lichtschwertern virtuelle Gegenstände durchschlägt und es halt irgendwie Spaß macht und gleichzeitig halt irgendwie halt Muskelaufbau macht. Und man kann aber auch sowas machen wie Meditation in VR und so Meditationsretreats und Reisen und Ähnliches. Oder eben auch klassische Strategiespiele, Multiplayer-Spiele, also alles, was so im Spielebereich ist. Und fürs Lernen ist es aber auch total toll, weil es gibt halt auch so Apps, zum Beispiel Sprachenlernen. Ja, wenn man halt mit Avataren irgendwie in der Sprache interagieren kann, wie man sich da so einzelne Sachen quasi selber beibringt und sich natürlich auch mit Menschen von überall auf der Welt treffen, die die Sprache tatsächlich sprechen, geht natürlich auch. Also da gibt es einiges. Reisen und Entertainment. Es gibt halt diese 360-Grad-Videos und wenn Sie noch keins sich angeguckt haben, würde ich das wirklich empfehlen. Es ist wirklich ziemlich schön, wenn man da, wenn sie gut gemacht sind, an Orte reisen kann und sich halt komplett umschauen kann. Das gibt es halt bei YouTube 360, also so wie man YouTube kennt, eben bloß als 360-Grad-Video. Und es gibt halt auch so spezielle Apps, wo man an Orte reisen kann, egal wo. Also so ähnlich wie Google Maps, man gibt halt den Ort ein und kann dahin und kann sich dann sozusagen dort bewegen und sich das anschauen, weil man einfach gerne mal wissen will, wie es da ist. Zum Beispiel, wenn man plant, dahin zu fahren oder so. Oder halt an Orte seiner Kindheit reisen will oder Ähnliches. Und es gibt auch tolle Dokus, zum Beispiel Ecosphere, die haben Dokus gemacht für Orte, Natur, Schauspiele oder halt gefährdete Orte, Naturparks, wo man sich das anschauen kann, wie Affen von Baum zu Baum hüpfen oder eben Tiere anschauen. Ganz, ganz schön. Und wenn man eher so in Richtung auch so Doku, eine so eine Doku-Serie, so eine Kurzdoku, die man auch in VR anschauen kann, die ist auch kostenlos, Traveling by Black, ist im Prinzip, da wird man mitgenommen auf eine Reise in das Amerika, ich glaube, es sind die 60er Jahre, wie es sich anfühlt für schwarze Amerikaner und sozusagen als so eine Art Empathietraining eigentlich für Diskriminierungsthemen. Also ganz, ganz toll gemacht und wirkt natürlich nochmal anders, als wenn man da nur drüber liest. Ja. Und natürlich Konzerte und Ähnliches fallen jetzt auch in den Bereich Entertainment, also virtuelle Konzerte braucht man auch nur so dahin und kann sich da einfach einholen. Gesundheit und Therapie, es war ja jemand, genau, Herr Neuhauser, ne? Das war so Ihr Themengebiet vielleicht, wo Sie sich besonders für interessieren. Also ganz, ganz spannendes Thema, weil hier sich auch unheimlich viel tut. Ich habe mal so eine Kurve rausgesucht, das ist von Curio VR-Therapie, die auch nochmal aufgezeigt haben, es gab auch schon einen Hype und dann wurde es irgendwie nicht genutzt, aber jetzt ist man wirklich so an dem Punkt, wo die Technologie, Hardware, Software auch so ausgereift ist, dass das wirklich einen großen, großen Nutzen stiftet. Und es gibt auch schon von der Krankenkasse bezahlte Programme, wo man dann halt dem Patienten, Klienten so eine Brille nach Hause schickt, die Software ist dabei und es wird dann aber auch noch von Therapeuten begleitet und es funktioniert wahnsinnig gut für all diese Störungsbilder, die vor allem mit Phobien, mit Angststörungen, also mit Dingen zu tun haben, wo Exposition ein guter Hebel ist und das funktioniert ja bei diesen Krankheiten sehr gut und das wird in der Therapie ja auch gemacht, aber oft ist es halt sehr teuer und aufwendig, weil da muss man halt, ich erinnere mich an mein Studium, das hat dann unser Therapeut hat dann irgendwie erzählt, ja, dann hat er halt seinen Patienten mitgenommen zum Ulmer Münster oder so und dann steht man vom Ulmer Münster und beim nächsten Mal macht man die erste Stufe und beim zweiten Mal die dritte und irgendwann ist man ganz oben und hat die Höhenangst erfolgreich geheilt, aber das sind halt wahnsinnig viele Stunden und man weiß ja auch, wie viele Stunden letztlich dann vielleicht auch nur bezahlt werden und in VR ist es aber sehr einfach skalierbar und halt auch stufenweise regulierbar bis hin zu, soll da oben auf dem Turm Wind wehen oder nicht oder
wie soll die Aussicht sein? Oder wenn es um Redeangst ginge, wie viele Menschen sollen da in dem Raum sein? Wie sollen die gucken? Und ähnliches. Und damit kann man halt sehr, sehr effektiv behandeln. Und es gibt auch andere Bereiche, die sind dann sowas wie Schmerztherapie, also die reine Ablenkung. Wenn es zum Beispiel schmerzhafte Eingriffe sind, dann wirkt, kann das auch wirken. Oder eben auch für Rehabilitationsthemen. Also bunter Blumenstrauß, aber definitiv was, was sowohl die Kosten als auch die Effektivität in dem Bereich erhöhen, verbessern kann. Genau, das dazu. Dann ein ganz anderes Thema, Aus- und Weiterbildung Militär. Militär hat sehr früh investiert in VR und hat da eine lange Historie, schon in den 60ern hat die US Army da für militärische Ausbildung VR eingesetzt, weil man natürlich dort Strategieübungen, komplexe Abläufe, man kann das alles super trainieren, auch Taktiken, Entscheidungen, ja, und natürlich sowas Klassisches, was ja sicherlich jeder kennt, Flugsimulation, ja, dass man es halt irgendwie im echten Gelände dann aber auch darstellen kann. Und es gibt auch bereits Anbieter, die sich spezialisieren auf sowas und auch Trainingsangebote machen, die dann halt speziell für solche besonderen Gefahrensituationen oder eben auch ins Militärische gehen. Zum Beispiel Refense für lebensbedrohliche Einsatzlagen oder Amok-Trainings oder Geiselnahmen oder Antiterror-Training und dann halt irgendwie VR nutzen, um das üben zu können, weil man es da natürlich besser kann, als dass man das jetzt darstellt. Genau. Ich einfach stoppen, wenn irgendwie was eine Frage ist oder so. Düse ich einfach mal weiter. Genau, medizinische Ausbildung. Kann man so einiges machen, wenn es um die Ausbildung zum Beispiel im chirurgischen Bereich geht, weil man ja weiß, gerade der praktische Teil ist ja für die angehenden Ärzte oder auch für die angehenden Fachärzte unheimlich wichtig. Aber gerade der praktische Teil ist halt schwierig umzusetzen im Klinikum-Alltag, weil es halt einfach dann, man will ja jetzt auch nicht jemanden, der es zum ersten Mal macht, irgendwie sofort die OP machen lassen. Die können dann also erstmal eine Weile zugucken und irgendwann selber was machen. In VR hingegen kann man diese Sachen natürlich simulieren, die Abläufe, die Dinge, auf die es ankommt und Feedback bekommen und auch Stress und Unsicherheit abbauen, sodass es dann, wenn es an den echten Menschen geht, halt schon viel, viel besser funktioniert. Das heißt, für die Ausbildung ist es oder auch Weiterbildung ist es wahnsinnig spannend. Und hier sieht man halt auch zum Beispiel der Anbieter Fundamental Surgery. Die machen das dann auch in so einer Kombination, dass man halt so eine Knie-OP an so einem physischen Gelenk macht, aber in VR quasi die Umgebung sieht und ermöglicht sozusagen Erfahrung zu sammeln und dann besser in der Realität umzusetzen. Und natürlich auch im Zusammenhang von Covid gibt es auch gute Beispiele, dass man gesagt, naja, man will jetzt auch nicht so viele Leute zusammenbringen, gerade weil man ja vermeiden will, dass Kontakte stattfinden. Und so kann man es theoretisch auch von zu Hause machen und trotzdem was lernen. Oder halt auch sowas wie Vorbereitung von OPs, wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel sich genau anzugucken, im 3D-Modell, wo sitzt irgendwie das Problem, bei der Hüfte oder bei irgendeiner komplizierten OP, diese Möglichkeit, 3D-Objekte anzuschauen, zu vergrößern, ist halt eine tolle Vorbereitung für komplexe Eingriffe. So. Schulungen in Unternehmen. Also das, was ich ja auch schon mache und auch wahnsinnig toll finde, sind halt wirklich so eher so Soft-Skills-Trainings. Also wenn man halt Dinge, die man normalerweise vielleicht so mit Teamentwicklung in einem Meetingraum oder so oder Dinge, die man vielleicht jetzt in einem Zoom-Call gemacht hat, in VR macht, hat man da nochmal ganz andere Möglichkeiten der Interaktion. Also egal, ob es jetzt irgendwie Post-its kleben oder Objekte oder auch 3D-Objekte nutzen und eben interagieren direkt miteinander, kann man da sehr, sehr viel tun und auch in sehr schönen und genau passenden Umgebungen, je nachdem, was das Ziel der Schulung eben ist. Und das ist sozusagen der eine Bereich. Und dann gibt es aber auch Unternehmen, die das wirklich für technische Schulungen nutzen. Hier jetzt mal ein Beispiel von Siemens. Die haben sogenannte Digital Twins für eben komplexe Geräte und Supply Chains und das komplette Equipment, sodass dann halt jemand als man an Digital Twin auch irgendwie Schulungen machen kann und Einstellungen und Sachen üben oder auch
aus der Ferne Wartung machen kann, was jetzt so bedeuten würde, sonst dann müsste halt jemand hinfahren und sich das dann vor Ort angucken. Und insofern gibt es halt für solche Industrieunternehmen oder wenn es halt um komplexe Fertigungsstraßen geht, wenn man da schulen will, natürlich auch einen großen Anwendungsbereich, der sich stetig weiterentwickelt. Und ja, genau. Also das sind jetzt mal so zwei Beispiele oder Themenbereiche, die so in diesen Bereich fallen. Und wenn es speziell um das Thema Ausbildung geht, ich habe hier ein Beispiel rausgesucht von der Kuratorium Wiener Pensionistenwohnhäuser. Und die haben eine Ausbildung für Köche und Köchinnen in VR im Angebot, wo die angehenden Köche und Köchinnen die Abläufe, wie sie jetzt zum Beispiel Fleischzubereitung machen sollen, genau üben können. Und die einzelnen Schritte und wie man das dann halt zubereitet und bei welcher Gradzahl man das wie lange in den Kochtopf oder in den Herd schieben muss. Und erstens ist es halt sehr interaktiv, macht Spaß, bleibt gut hängen und ist aber auch so, dass man eben nicht unnötig Lebensmittel verschwendet in dieser ersten Zeit der Ausbildung. Und das ist halt auch ein Beispiel. Und auf der rechten Seite eine virtuelle Backstube. Hier geht es darum, Abläufe, Hygieneregeln oder eben auch Abläufe in dieser Backstube zu trainieren. Das wurde entwickelt für die Handwerkskammer Erfurt als Beispiel. Genau. Ich habe auch ein paar Videos hier drin. Wenn wir nachher noch Zeit haben, können wir die auch gerne nochmal anschauen. Ich würde jetzt vielleicht erstmal durch den Rest durchgehen. Da kann man sich das dann noch ein bisschen besser vorstellen. Für das Thema Zusammenarbeit, da gibt es verschiedene Lösungen. Ich habe jetzt hier mal so ein paar Beispiele, also Immersed, Meet in VR, Spatial, Workrooms, es gibt Raum, es gibt Blue, es gibt Arthur, also es gibt eine ganze Menge, die sich jetzt gerade alle so entwickeln und teilweise auch so ein bisschen verschiedenen Schwerpunkt haben, an wen sie sich richten. Manche sind ein bisschen verspielter, manche sind wirklich so ganz ausgerichtet auf Business-Zusammenarbeit und viele haben aber schon so die Idee, dass man eben sich in virtuellen Räumlichkeiten treffen kann und einfach arbeiten, egal ob es jetzt ein virtueller Schreibtisch ist oder wirklich Meetingräume oder ganzes Office nachgebaut, sozusagen eine 1:1 Wiedergabe des Offices, was man vielleicht oder Büroräume, die man dann halt auch im echten Leben hat und da kann man Meetings machen, Events organisieren, Workshops machen, sich einfach nur aufhalten und das natürlich wieder, wie ich vorhin auch schon sagte, ortsunabhängig und auch über Ländergrenzen und alles hinweg. Also ist also eine spannende Idee als Ergänzung für diese ganze Thematik hybride Arbeitsmodelle, wo es ja jetzt oft darum geht zu sagen, okay, Teile der Leute sind vielleicht noch im Homeoffice, andere sind dann im Büro, dann trifft man sich irgendwie in virtuellen Meetings, aber eben letztlich dann nur so wie wir jetzt und nicht wirklich interaktiv. Ganz spannendes Feld und auch so, dass das jetzt immer intuitiver und einfacher wird und auch vielleicht nochmal um ein paar Preise zu nennen. Wir haben da teilweise unterschiedliche Angehensweisen, manche sind eher so ganz kostenlos, aber sind dann halt ein bisschen eingeschränkter von den Funktionalitäten oder haben dann halt so Stufenmodelle, dass man dann halt so eine professionelle Lösung auch kaufen kann und beispielsweise bei Glue, das ist hier links das, kostet ungefähr 60 Euro pro Monat und Nutzer, wenn man das halt komplett nutzen möchte, dann gibt es Spatial, 25 Euro pro Monat pro Nutzer. In Raum kann man sich schon, also einen Raum mieten, einen virtuellen für ungefähr 300 Euro im Monat und dann, glaube ich, ja, ich weiß nicht, 70 Leute oder so können da auch zeitgleich theoretisch sein. Also je nachdem, wie man es nutzen will, gibt es unterschiedliche Modelle und wenn man es jetzt nur sozusagen im ganz kleinen Kreis, dann gibt es das halt auch so für ab 5 Euro, so Engage oder so. Da kostet, glaube ich, so ab 4,99 pro Monat, so also die erste Stufe. Und für Unternehmenslösungen ist es dann halt meistens nochmal etwas teurer, aber trotzdem irgendwie im Verhältnis dann für das, was Entwicklerarbeit ja erstmal reinfließen muss, wahrscheinlich auch noch ein fairer Preis, aber muss man dann beurteilen, wie man es auch nutzt. Genau. Also ganz spannende Entwicklung in dem Bereich. Und hier habe ich auch zwei Beispiele, können wir uns, wenn wir nachher Zeit haben, gerne auch nochmal reingucken und die erklären das eigentlich ganz gut, was da so die Idee dahinter ist und was da geht. Vielleicht noch eine Sache zu den Avataren, hier sieht man das ja jetzt so ein bisschen, gibt da so unterschiedliche Herangehensweisen. Also entweder sind die so ein bisschen, also man wählt die selber, ja, also man kann die einkleiden, die Haare, die Augen, Gesichtsform,
ob die irgendwie ein Outfit haben sollen und auch sehr, sehr individuell gestalten, so analog seines eigenen Äußeren, wenn man es möchte, oder eben auch ganz anders. Und manche Avatar-Systeme sind da eher so, naja, will ich mal sagen, comichaft, aber haben auch Gestik und Mimik. Also muss ich das schon so vorstellen, dass die dann auch tatsächlich lächeln und Interaktion haben und jetzt nicht irgendwie so ganz statisch sind. Manche Avatar-Systeme beruhen auf fotorealistischen Bildern, die man dann hochlädt und dann wird ein Avatar generiert, der einem wirklich sehr, sehr ähnlich sieht. Also so aufgrund von 360 Grad Video, also nicht Video, aber Bildmaterial. Und das ist dann eine andere Herangehensweise. Also manche finden das besser, andere finden das besser. Aber Fakt ist, diese Avatar-Systeme werden sich halt einfach noch weiterentwickeln und werden wahrscheinlich irgendwann komplett fotorealistisch sein, weil es einfach möglich ist und weil auch die Rechnerleistung es erlaubt, die Mimik und Gestik auch gleich mit zu übertragen. Und genau, und es ist auch so, dass man das Gefühl hat, diese räumliche Nähe wird dadurch generiert, dass man eben auch, wenn jemand weggeht, dann wird die Person leiser, wenn jemand rangeht, wird es lauter, also auch die Stimme wird extrem gut wieder gespiegelt und eben auch die Emotionen werden teilweise schon sehr gut übertragen. Genau, so, und Voraussetzungen, ein paar hatte ich ja schon genannt, also man braucht eine Hardware, diese Brillen, wie gesagt, die werden immer günstiger, so hier mal so ein paar Preise, so eine Quest ab 349, Pico 599, HTC Vive auch so um die 500, in den USA sind die natürlich günstiger ja, die werden kosten, wiegen ungefähr so 500 Gramm. Also man hat schon noch mal ganz schön das Gefühl, so ganz schön was auf dem Kopf zu haben. Aber die Entwicklung dürfte ähnlich sein wie bei den Smartphones, dass sie natürlich zumindest erstmal wieder leichter werden und auch günstiger und dann vielleicht auch wieder teurer, je nachdem, wie sich die Marktsegmente verteilen und an wen man da eigentlich sich richten will und welche Technik da drin steckt. Dann braucht man Internet, idealerweise natürlich super gutes, stabiles Internet. Und wenn irgendwann 5G auch Standard sein sollte, dann kann man die auch quasi überall nutzen. Jetzt ist man ja so ein bisschen an das Hausinternet gekoppelt, um das wirklich stabil zu haben. Genau, und dann halt die ganzen Softwareanbieter, die man da runterladen kann, eben teilweise kostenlos, teilweise kostenpflichtig in unterschiedlichen Modellen, Spiele, also ähnlich wie das im Prinzip auf dem Smartphone ist, wenn man sich da eine App runterlädt. Die lädt man dann eben auf die Brille und das ist dann halt der Start. Dann braucht man noch ein Login, meistens, manchmal auch nicht. Und dann kann es quasi losgehen. Mehr ist es nicht, was man braucht. Und man braucht jetzt auch nicht wahnsinnig viele technische Kenntnisse, weil es auch, ja, es gibt so ein paar Einrichtungshürden, die man überwinden muss, um halt irgendwie das, die Brille mit dem Internet zu verbinden und irgendwie einen Zugang zu haben zu dem, zu der App, die man haben will. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man da irgendwie irgendwelche Programmierkenntnisse oder sonst was braucht. Also das ist alles schon relativ nutzerfreundlich. Und auch das, was in der Vergangenheit manchmal das Thema war mit dem Thema Cybersickness, also dass Leuten schlecht geworden ist, hatte vor allem damit zu tun, dass wenn das nicht gut programmiert ist und wenn auch die technische Voraussetzung und auch die Streaming-Qualität nicht ausreichen und man dann so verzerrte Bilder hat, ja, dass das sozusagen nicht sich richtig aufbaut, dann ist das nicht so günstig. Oder wenn auch die Brillen nicht passgenau waren und irgendwie die Augenabstände nicht gepasst haben. Aber die Hersteller haben da schon einiges gemacht und also es ist wahrscheinlich noch jetzt eher die Ausnahme, dass jemand nicht verträgt. Oder natürlich, wenn man irgendwas macht, was generell, wo eben auch so schlecht werden würde, wenn man jetzt irgendwie in VR irgendwie so einen 50 Meter hohen Rollercoaster runterfährt, dann würde einem wahrscheinlich auch so schlecht werden, dann aber auch auf jeden Fall in VR. Insofern, das muss man dann einfach lassen. Genau, ich bin jetzt im Prinzip mit den Inhalten so durch, mit den Beispielen. Ich würde vielleicht nochmal so einen kleinen Ausblick geben und dann schon zu fragen, wenn Sie welche haben. Also so Zukunftsbild, also es sind, glaube ich, viele Unternehmen, die es nutzen, frühzeitig nutzen und auch in sinnvoller Weise nutzen, egal ob für Training, Ausbildung oder für die Optimierung ihrer Wartung von irgendwelchen Fertigungsstraßen, die können da sicherlich Wettbewerbsvorteile geltend machen, wenn sie sich da mit befassen. Dann das ganze Thema in jetzt nicht VR, aber VR als Möglichkeit der Nutzung des Metaverse. Metaverse geht stark einher mit eben den mit völlig neuen Geschäftsmodellen, neuen Finanzkreisläufen, auch neuen Berufsbildern. Gerade so neue Berufsbilder finde ich halt auch spannend, weil irgendwer muss diese ganzen Welten schaffen, ja, diese Apps programmieren, die Software, die dahinter steht, aber auch die Idee, wie man das nützlich machen kann.
Ich habe ja gerade so ein paar Beispiele gezeigt. Da gibt es halt unheimlich viel, was da sich noch entwickeln könnte. Und das erfordert auch teilweise natürlich neue Fähigkeiten oder die Kombination von bestimmten Fähigkeiten, die schon da sind, in neuer Art und Weise. Genau, beim Thema Möglichkeiten der Teilhabe dachte ich jetzt vor allem so, also es gibt auch schon in einigen Ländern, so in den USA, das ist so Teilhabe wie ja, virtuelle Town Halls oder wo Leute zusammenkommen und irgendwie einfach, weil es eben die Möglichkeit ist, relativ einfach virtuell zusammenzukommen, ohne dass man sich wohin bewegen muss und auch Vorträge zu halten, virtuelle Konferenzen mit relativ geringen Einstiegshürden. Da ist es dann wahrscheinlich nicht unbedingt mit Brille, sondern halt ein anderer Weg, wie man dann halt in diese virtuellen Umgebungen kommt. Aus- und Weiterbildung habe ich angesprochen, da ist ein ganz großes Potenzial und eine Chance ist auch Inklusion und Diversität, weil es entwickelt sich halt gerade alles. Also das ganze Thema Metaverse wird ja aufgebaut und das bauen ja Menschen und deswegen ist es halt so wichtig, dass da auch viele verschiedene Perspektiven eine Rolle spielen, sodass am Ende was herauskommt, was auch allen nützt und nicht bloß einer Gruppe oder zwei Unternehmen irgendwie weltweit. Das wäre halt sehr schade. Und so auch die Herausforderung, das Ganze. Also wenn man sich jetzt überall anmeldet und überall irgendwelche Avatare hat, es gibt so Studien, die auch sagen, oh Gott, irgendwann haben wir komplett fragmentierte Identitäten. Jeder rennt irgendwo mit drei Avataren rum, mit unterschiedlichen Persönlichkeiten und dann auch irgendwie Leute in echt. Datenschutz ist natürlich immer ein Thema, weil es ja um digitale Themen geht, Cybermobbing, das Thema echte und falsche Nachrichten in diesen virtuellen Welten zu unterscheiden. Man kann auch abhängig werden, weil es irgendwie so cool ist, dass man dann irgendwie zur Gaming-Thematik eher, sodass man da irgendwie so gefangen ist, vor allem wenn die echte Welt vielleicht gerade nicht so toll ist, dass man dann sich nur in die virtuelle flüchtet. Und Nutzerfreundlichkeit müsste sich auch noch verbessern. Und Diversität und Inklusion ist eben auch gleichzeitig eine Herausforderung und eine Chance, weil eben die Mitgestaltung so wichtig ist, damit am Ende was Gutes daraus kommt. Jetzt würde ich mich mal auf das hier zurückziehen und hoffe, dass einige von Ihnen zumindest jetzt mal Lust bekommen haben, sich noch ein bisschen damit zu beschäftigen oder es mal auszuprobieren. Genau, dann gibt es Fragen oder Anmerkungen. Und Frau Daumers, können Sie die Bildschirmteilung vielleicht wieder ausstellen? Dann na klar. Können wir uns alle ein bisschen besser sehen. Also vielen Dank für den Vortrag, Frau Daumers. Ich würde jetzt tatsächlich die Fragerunde einläuten wollen. Ich habe im Chat noch nichts gefunden, deswegen bin ich gespannt zu hören, was für Fragen bei euch jetzt im Kopf rumschwimmern rund um das Thema Einsatz von Virtual Reality in Unternehmen heutzutage. Was würdet ihr gerne von Frau Daumers wissen dazu? Ja, Herr Neuhauser. Ja, also erstmal vielen Dank für den Überblick. So einiges kriegt man ja mit, aber das andere sind immer wieder neue Sachen, die man so erfährt. Und mich macht das immer neugierig. Ich bin immer neugierig an solchen Dingen, habe aber immer so persönlich so das Gefühl, einmal so ganz persönlich habe ich so eine Hemmung irgendwie, mich so abzukoppeln von der Außenwelt. Also das will ich so mal rückgeben. Ich weiß nicht, ob Sie damit Erfahrung haben oder wie Sie das in Ihrem Kontext erleben, ob es das auch anderen Menschen auch so gibt. Der Kollege Schwarz hat gerade ein bisschen genickt. Also so mich abzukoppeln, so zuzumachen sozusagen. Meine Kinder hier spielen um die Ecke dann Computerspiele mit Kopfhörer. Selbst das ist mir schon zu abgekoppelt sozusagen. Also von dem her wäre das so eine Frage, was Sie dazu sagen. Das andere ist, ganz in meinem beruflichen Kontext habe ich viel mit Beratungskontexten zu tun, für Menschen mit Behinderung, mit Arbeitgebern und so weiter. Da wäre das natürlich schon eine spannende Sache, nochmal so ein Zwischending zu haben zwischen Telefon und persönlicher Beratung, gerade für Menschen, die vielleicht Schwierigkeiten haben, in Kontakt zu gehen oder sich nicht aus dem Haus trauen. Das wäre vielleicht niederschwelliger, sowas zu machen. Andererseits denke ich da, und das wäre die Frage, die brauchen ja dann alle diese Brille. Also ich kann ja, wenn nur ich als Berater diese Brille habe, reicht es ja nicht. Oder gibt es da irgendwelche anderen Tricks, die man da verwenden kann? Das wären so die zwei Punkte. Genau, danke. Ja, gehe ich gerne darauf ein. Also das Thema, genau, dass man sich sozusagen also ganz rausnimmt, das ist natürlich gleichzeitig Nutzen und aber auch, kann ich schon nachvollziehen, dass das halt für manche erstmal sehr ungewohnt ist und man braucht natürlich auch so in gewisser Weise einen geschützten Raum, ne? Also deswegen ist es so, dass dann halt bei den Brillen ist es so,
dass wenn man da reingeht, dann hat man die Möglichkeit, sich so eine Art virtuellen Raum, also 2x2 Meter oder wie viel Platz man halt auch immer hat, zu machen, sodass man halt da auch jetzt nicht irgendwie dann mit der Brille in irgendeinen Tisch reinläuft oder so. Ja, das ist schon mitgedacht. Und idealerweise krabbeln jetzt auch nicht kleine Kinder durch die Füße da, das ist jetzt auch nicht hilfreich. Man kann aber auch im Prinzip ja trotzdem weiter hören, was in der Umgebung los ist. Es ist ja nicht so, dass man jetzt komplett raus ist, sondern man ist ja vor allem visuell eingebunden. Und insofern ist es vielleicht so ein bisschen so eine Gewöhnungssache, ne? Also es ist jetzt so vielleicht, und es hat ja eben auch genau diesen dann Effekt, sich eben genau mal rauszuziehen. Also es gibt beispielsweise eben auch, Manager oder du, die sagen, ich kann jetzt zwar nicht irgendwie auf meine Lieblingsinsel gerade reisen, da fehlt mir die Zeit und auch, das macht ja auch gar keinen Sinn, aber ich würde mich gerne mal an meinen Lieblingsort kurz zurückziehen und nutzen dafür auch VR, weil es eben in so unfassbar schneller und effektiver Weise einen ermöglicht, sich komplett in eine andere Welt zu begeben und diesen Immersionseffekt da einzutauchen, kann man ja auch nutzen. Aber klar, man muss natürlich auch wollen und muss halt auch den Raum dafür schaffen, dass das möglich ist. Ja, insofern, verstehe ich. Aber ich würde es trotzdem also empfehlen, mal auszuprobieren und einfach mal diese Hürde zu überwinden und dann zu gucken, wie sich das anfühlt. Und man kann auch jederzeit in dieser Brille so einen Modus einstellen, dass man quasi die Umgebung noch sieht. Also man kann sie auch abnehmen. Also man ist ja jetzt nicht irgendwie sehr... relativ einfach. Und die zweite Frage, es gibt, das ist halt immer noch eine Hürde, diese Geräte tatsächlich zu haben. Es ist aber so, dass es halt auch einige dieser Anwendungen gibt, da kann dann im Prinzip einer mit einer Brille oder mehrere mit so einer Brille da komplett drin sein und andere können sich mit Laptop oder Mobiltelefon auch reinwählen. Die haben dann im Prinzip natürlich nicht diesen gleichen Effekt, aber sie können trotzdem interagieren und auch man könnte es quasi auch als niederschwelligen Ansatzpunkt nehmen, um es einfach mal zu sehen und auszuprobieren, ohne dass man jetzt so ein Gerät bräuchte. Hat dann aber nicht unbedingt die gleichen Vorteile, aber hätte halt den Nutzen, dass man halt ohne viel Aufwand es mal ausprobieren kann. Ja, Herr Schwan. Ich melde mich mal so. Ich habe zwar eigentlich keine Frage, aber weil ich jetzt gerade auch angesprochen worden bin, Herr Neuhauser, Sie haben das richtig zur Kenntnis genommen. Ich habe auch genickt. Ich kann das Gefühl so ein bisschen nachvollziehen, gar nicht so sehr, dass ich mir nicht vorstellen kann, mich in einer solchen virtuellen Welt, mich in eine solche hineinzubegeben und das mal auszuprobieren. Davor habe ich ja nicht überhaupt gar keine Scheu. Aber für mich ist es eine völlig abstruse Idee, gerade wenn ich an das Thema Reisen denke, was ja durchaus mehr als nur visuelle, womöglich noch akustische Eindrücke beinhaltet, wenn ich mir vorstelle, dass ich das zukünftig nur noch in einer virtuellen Realität tue, halte ich für mich jedenfalls persönlich eigentlich für keine Ahnung, spannende Idee. Interessanter finde ich das Ganze schon im Einsatz in anderen Bereichen. Medizin haben Sie angesprochen, andere Übungszwecke, Weiterbildung, Ausbildung. In diesen Bereichen kann ich mir vorstellen, dass es einen Nutzen tatsächlich auch hat, weil man eben tatsächlich in Risikobereichen, in Gefahrenbereichen natürlich solche Realitäten dann nutzen kann, um sich tatsächlich vorzubereiten auf Dinge. Wobei man da natürlich ebenfalls aus meiner Sicht aufpassen muss, dass man dann die virtuelle Realität nicht wirklich für die Realität hält. Denn ich sage mal so, ein Mediziner, der am Herzen operiert, da kommen ja noch ein paar andere Dinge dazu, als einfach nur zu wissen, wie sieht das räumlich gerade aus. Da wird man nervös sein. Da wird man womöglich in dem Moment, wo man realisiert, dann im echten Leben, dass mit meinem Eingriff und mit meinem Schnitt jetzt ein Menschenleben davon abhängt, vor ganz andere Herausforderungen gestellt, als die virtuelle Realität einem natürlich bieten und suggerieren kann. Also all das muss man, glaube ich, berücksichtigen. Man muss da doch eine gewisse Sensibilität, glaube ich, auch für die Gefahren haben, die das Ganze beinhaltet. Aber halte es dennoch für eine sinnvolle Technik in den Bereichen, in denen das eben auch diese Vorteile mit sich bringt. Laura, ja, danke für die Rückmeldung. Ich wollte gerne noch mal kurz was fragen zu dem Reisen. Also das ist natürlich in keinster Weise jetzt auch nur dazu gedacht, dass man jetzt alle Reisen so macht. Also Habe ich mir schon gedacht. Aber beispielsweise gibt es ja auch so Sachen, wo man vielleicht denkt,
Also ich denke zum Beispiel an sowas wie, ich war mal in Australien und dann hatte ich irgendwie so, dachte ich erstens mal, oh, was nach Australien fliegen, um den Ayers Rock zu sehen und dann auch noch das Gefühl zu haben, vielleicht irgendwie der Kultur dort auf die Füße zu treten. Ich würde es aber gerne mal sehen, ja. Aber das hätte ich dann zum Beispiel virtuell gemacht, weil ich es gerne mal gesehen hätte, vom Gefühl, so, aber ich wäre wahrscheinlich nicht, also so. Und dann gibt es andere Orte, da wäre das, macht das keinen Sinn, vor allem wenn es um die Kulturen, das Erleben und so geht. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen so, es ist nicht als Entweder-Oder gedacht, es ist eine Ergänzung. Und ja, genauso ist es bei der Ausbildung. Es geht mehr darum, bestimmte Sachen kann man halt nicht so oft wiederholen und es hilft aber, Abläufe schon mal verstanden zu haben. Aber natürlich, Gott sei Dank, würde es natürlich das nicht komplett ersetzen. Irgendwann muss man es auch im echten Leben machen. Das stimmt völlig. Also stimmt hier völlig zu. Genau, okay, noch Fragen von, ich weiß nicht, wer zuerst war, Frau Eichel. Ja, vielen Dank auch an Ihren Vortrag. Ich fand es sehr spannend zuzuhören. Und ich wollte eigentlich gerade sehr ähnlich reagieren, wie Sie das gerade schon getan haben, auf deinen Einwand, Jörg. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses sowohl als auch einfach eine gute Variante oder Perspektive ist. Also dass sozusagen es gar keine so eine ersetzende Idee gibt, sondern eben so eine ergänzende. Also gerade diese finanziellen Aspekte, die Sie so genannt haben. Also man kann Kosten einsparen. Und ich wollte nochmal an so einen anderen Ausbildungskontext mit dazu holen, beziehungsweise auch nochmal diskutieren. Also zum Beispiel bei Piloten oder Pilotinnen weiß ich, dass die eben in so einem Simulator sitzen und verschiedene Situationen durchspielen und das natürlich auch üben. Das heißt natürlich nicht, dass die nicht mal wirklich im Flugzeug sitzen, aber man kann sich vorstellen, mit so einem Flugzeug zu fliegen, ist ein größerer finanzieller Aufwand und vor allen Dingen im Vorfeld sozusagen diese Testflüge auch im Simulator zu üben, um dann später ins Flugzeug zu steigen und dann tatsächlich Testflüge durchzuführen. Das kann eben eine gute Ergänzung sein oder eine gute Übung. Das heißt, ich wollte eigentlich nur anschließen an das, was Sie gesagt haben. Ja, gutes Beispiel. Ja. Könnte schwarz wieder einfallen, ne, Laura? Ja, oder wenn man überlegt, Pilot zu werden, kann man auch mal Sachen ausprobieren, ohne dass man gleich die ganze Ausbildung machen muss. Ne? Man kann auch mal Sachen ausprobieren, die irgendwie, um ein Gefühl zu kriegen, so, oh Gott, nee, irgendwie doch nicht, oder ja, mega toll, will ich jetzt wirklich verfolgen. Also so für diese Sachen kann ich es mir auch gut vorstellen, Dinge zu testen, ohne ja, Aufwand und Risiko zu haben. Okay, Frau Keinert. Ich glaube, Alexa. Ja, genau. Ich hake vielleicht jetzt noch mal so ein bisschen ein, wo Jörg Schwarz aufgehört hat. Ich habe mich auch gefragt bei diesem Beispiel der Zusammenarbeit der Virtual Reality Meetings, wie weit tatsächlich da dieses Gefühl der Präsenz schon geht. Also das ist, Sie haben ja auch den Ausblick gegeben, dass sich das noch entwickelt. Gerade finde ich, sieht das eher aus wie so 2000er Jahre Computerspielumgebung. Da frage ich mich, was ist tatsächlich da gerade der Vorteil gegenüber jetzt solchen Videokonferenzen, wo man tatsächlich eben die Mimik fotorealistisch sieht. Ich kenne Virtual Reality in Kombination mit diesen YouTube 360-Grad-Videos. Da war ich tatsächlich auch überrascht, wie sehr man sich da reingesogen fühlt und wie präsent man sich da in dieser Umgebung fühlt. Ich frage mich, inwieweit das bei diesen Apps jetzt schon der Fall ist und was da sozusagen tatsächlich der Vorteil ist gegenüber jetzt so einer Zoom-Meeting. Also ich bin ja relativ viel in Zoom und irgendwie gibt es ja auch dieses schöne Wort Zoom-Fatigue, ja, also man immer nur so vor Zoom sitzt. Es gibt aus meiner Sicht schon einige Vorteile. Also zum einen ist es wirklich so, dass es ein räumliches Gefühl ergibt. Also wir haben jetzt hier kein räumliches Gefühl. Ich habe nicht das Gefühl, mit Ihnen in einem Raum zu sein. Wenn ich jetzt aber in diesem virtuellen Raum bin und ich kann mich da bewegen, also mit Menschen zusammen bewegen in eine Richtung oder an einem Whiteboard stehen oder irgendwie Post-its kleben oder auch mit Gegenständen interagieren, dann entsteht es mehr dieses Gefühl, tatsächlich vor Ort zu sein. Und das heißt im Prinzip auch, wenn ich natürlich tatsächlich vor Ort sein könnte, wäre das noch besser, aber da habe ich halt gewisse Risiken oder Kosten oder was auch immer. Und es geht halt auch nicht immer, weil manche Leute arbeiten ja auch mit Leuten zusammen, die irgendwo in Übersee sitzen. Und das kann man mal nicht eben für eine Stunde machen. Das ist dann immer gleich mit sehr viel Kosten verbunden. Also es ist wirklich so dieses räumliche Gefühl. Und es gibt eben Interaktionsmöglichkeiten. Wir könnten jetzt ja auch ein Trello-Board aufmachen oder könnten, es gibt ja, oder Miro, oder wir könnten so Sachen machen, um halt irgendwie zu arbeiten. Aber das geht halt in VR auch sehr, sehr gut, weil die halt irgendwie, die haben dann Tische mit so 3D-Objekten und da kannst du halt dann irgendwie Sachen bauen oder du kannst, wenn du jetzt beispielsweise an irgendeinem Produkt arbeitest, dieses Produkt als Produkt auch dir angucken in verschiedenen Prototypen, Videos abspielen oder dich, also man hat einfach ein bisschen mehr die Möglichkeit zu interagieren, würde ich sagen.
als man das jetzt in so einer Zoom-Konferenz hat. Und wenn man das im Physischen macht, geht es auch, aber es ist irgendwie auch wieder anders, weil da gibt es halt viele Ablenkungen und manche Sachen gingen ja physisch jetzt auch wirklich 2 Jahre nicht so gut. Ja? Da gab es dann wieder andere Probleme, sag ich mal. Und was auch spannend ist, Avatare durch diese teilweise etwas verspielte Art und Weise nivellieren so ein bisschen auch Hierarchien. Also wenn man zum Beispiel ein sehr hierarchisches Unternehmen hat, dann könnte jetzt im Prinzip der Chef der Firma auch mit bei einem Meeting dabei sein, ohne dass gleich die komplette Atmosphäre so ganz auf diese Hierarchie getrimmt wird. Das ist auch spannend, weil man das ein bisschen vergleichbarer macht, ja, oder auch ganz die Rolle tauscht. Manchmal kann man, theoretisch könnte man jetzt auch als Mann in den Workshop gehen, wenn man eine Frau ist oder andersrum. Also diese Möglichkeiten sind spannend. Ich würde es empfehlen, einfach mal wirklich mal auszuprobieren. Und ich glaube, es gibt Leute, die sagen so, nee, also gar nichts für mich. Und andere sind dann so begeistert, die dann sagen, ja, super cool. Und auch da würde ich sagen, nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Eine ganz kleine praktische Frage, nur die ich mir gerade so stelle, wenn Sie von den Räumlichkeiten reden, Sie haben vorhin mit den 2 Metern gesprochen. Wie geht denn das ganz praktisch, wenn ich dann zu einem Whiteboard hingehe oder mich da in dem Raum, dass mich umdrehen kann, klar, aber bewegen? Ja, man teleportiert. Man steht okay. Man könnte theoretisch auch nur auf einem Punkt stehen und sich trotzdem kilometerweit bewegen. Wenn man also ähnlich wie bei Google Maps, wo man dann weiter vorklickt und dann dahin springt sozusagen. Ah, genau, okay. Man hat hier solche Dinger, braucht man aber teilweise gar nicht mehr, weil es auch mit Hand schon geht. Also, ja, okay, ja. Verstanden, man danke. Auch nicht viel Platz. Ja. Hier vielleicht noch eine banale Kostenfrage dazu. Angenommen, man würde jetzt irgendwie als ein kleineres mittelständisches Unternehmen sagen, dass wir wollen irgendwie mit unseren Kunden oder mit remote arbeitenden Kollegen irgendwie anders kollaborieren. Womit müsste man quasi kostentechnisch rechnen? Was kosten so Einsteigergeräte an Brillen? Und auch die Softwarefrage, gibt es da schon quasi ein breites und auch wie teures Angebot für genau solche, ja, ich sag mal, Mischung aus irgendwie Zoom und Miro Kollaborationssoftware. Ja, gibt es. Also können wir auch gerne im Nachgang nochmal sprechen, was es für da Möglichkeiten gibt. Aber es ist, ja, also wie gesagt, die Brillen gehen ja so bei 350 Euro los. Das sind dann die günstigen, die aber alles können. Und insofern, ja, also ist die Frage, wie viele Mitarbeiter und ob die alle gleichzeitig eine brauchen oder ob man da irgendwie so einen gewissen, also manche Firmen haben einfach, die haben dann 20 Brillen gekauft und machen das dann halt so Team für Team. Und dann halt noch einen virtuellen Zugang für bestimmte, eine gewisse Anzahl von Zugangscodes und dann kann es losgehen. Kommen die Brillen mit ihrer quasi eigenen Kollaborations-Software? Nee, das kommt wie ein leeres Handy und man lädt sich das drauf, wie als würde man ein Smartphone kaufen und lädt dann die Software drauf, die man möchte. Also quasi nur ein Gerät. Okay, gut. Ich würde sagen, wir haben eine ziemliche Punktlandung gemacht. Es ist 10 Uhr. Das nächste Meeting steht auch schon gleich wieder vor der Tür. Ja. Frau Dormus, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für den Vortrag, auch immer für die vielen Fragen, die Sie jetzt zuletzt beantwortet haben. Sehr gerne. Ja, danke Ihnen und ich hoffe, ich konnte ein bisschen Interesse wecken. Und wenn noch Fragen sind, Sie können mich jederzeit gerne ansprechen und ich bin da immer gerne bereit, Fragen im Nachgang zu beantworten. Und ich kann auch gerne die Videos schicken, die da jetzt, die wir keine Zeit hatten, ist vielleicht auch interessant. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns. Genau, wirklich ganz spannend. Super, Frau Dormus. Dann machen Sie es gut, einen schönen Freitag noch und eine erholsame Ihnen auch. Tschüss.